im vierten Teil des zweiten Vorlesungsblocks zu Mensch-Maschine-Kommunikation hier an der Hochschule für Technik in Stuttgart, wo wir uns mit dem Menschen beschäftigen, gehe ich jetzt näher auf Handlungsprozesse ein. Handlungsprozesse sind zum einen automatisiertes, unbewusst ausführbares Handeln. Das können Sie direkt aus Ihrem Produktionengedächtnis heraus ausführen. Und dabei hilft Ihnen, anders als beim Bewussten, wo Sie lernen, hilft Ihnen üben. Sie wiederholen eine Handlung immer und immer wieder so lange, bis die hinreichend genau, hinreichend akkurat und mit geringer Fehlerwahrscheinlichkeit gelingt. Eine andere Ebene ist das kontrollierte Handeln, das bewusste Handeln. Da nehmen Sie Ihr deklaratives Gedächtnis und rekonstruieren eben aus erlerntem Wissen, wie Sie diese bewusste Handlung durchführen möchten. Ihr Langzeitgedächtnis besteht nun aus dem Produktionsgedächtnis und dem deklarativen Gedächtnis, wobei Sie das typisch ja nicht bewusst trennen, weil eben die Dinge, die im Produktionsgedächtnis liegen, unbewusst abgerufen werden. Es handelt sich also hier wirklich um unterschiedliche Regulationsebenen. Und wie Sie aus dem Rasmussen-Modell und meiner Erläuterung dort noch wissen, wechseln Sie natürlich auch zwischen den Ebenen. Wenn ich eine eingeübte Handlung vornehme und stelle dabei fest, dass diese eingeübte Handlung einmal nicht ganz funktioniert, weil es eben doch eine Abweichung gibt, dann wird mich mein Inkongruenzentdecker darauf hinweisen und ich werde umschalten auf bewusste Verarbeitung und werde schauen, dass ich mit dem Fokus meines Bewusstseins das Ganze dann lösen kann. Gehen wir nochmal kurz auf das Üben ein. Beim Üben ist natürlich eine der Vorbedingungen an die Aufgabenstellung, dass die Aufgabenstellung konsistent ist. Sie bleibt also über längere Zeit gleich, damit wir wirklich auch in diesem gleichen Rahmen immer wieder dasselbe üben können. Stellen Sie sich einen Dartspieler vor, der auf die Scheibe wirft und versucht eben immer genau diese Triple 20 zu treffen. Da steht er immer in der gleichen Entfernung, immer im gleichen Winkel, senkrecht vor der Scheibe und versucht immer diesen gleichen Dart, den er da verwendet, auf diese kleine Stelle zu werfen. Also keine ständigen Veränderungen. Ja, die Aufgabenstellung sollte logisch sein. Das ist wichtig, das kennen Sie vielleicht aus Prüfungsfragen, die schon mal kolportiert wurden im Abiturbereich, dass eine Frage gar nicht der fachlichen Wirklichkeit entspricht und es damit natürlich diejenigen, die die Aufgabe von der fachlichen Seite her kannten, mit einer Aufgabe einfach nicht zurechtkamen. Die Aufgabe muss logisch aufgebaut sein und sich auch im Einklang mit Ihrem mentalen Modell befinden. Weitere Vorbedingung ist, dass sie emotional tragbar ist, ansonsten kommt es zu Dingen, die wir dann noch bei Ergonomie besprechen, nur dass die Arbeit Sie belastet und beansprucht. Stellen Sie sich vor, Sie finden heutzutage sehr wenige Menschen, die noch im Schlachthof arbeiten möchten, einfach weil es viele Menschen sehr belastet, Tiere töten zu müssen. Und wenn das Ganze dann im Fließbandbetrieb stattfinden soll, natürlich würden Sie schneller, wenn Sie das oft üben. Gleichzeitig möchte das eben kaum noch jemand machen. Sie erreichen durch das Üben definitiv eine Leistungssteigerung. Sie werden bei den Ausführungen schneller und sicherer. Das stellt man auch fest in Fächern wie Mathematik, wo es meistens heißt, Mathematik ist etwas für intelligente Faule. Wenn Sie es einmal verstanden haben, können Sie es durchführen. Mag prinzipiell stimmen. Gleichzeitig werden Sie trotzdem natürlich deutlich schneller, wenn Sie eine bestimmte Art Rechnung, beispielsweise Lösen einer Differentialgleichung, schon 50 Mal praktiziert haben, als wenn Sie das mit Ihrem Verständnis gerade erst zum zweiten Mal durchführen. Und Sie können durch dann weitergehendes Üben diese Leistungssteigerung so weit treiben, dass Sie irgendwann das Ganze nicht mehr bewusst machen müssen, sondern dass gerade bei motorischen Dingen einfach eine Übernahme in das Produktionsgedächtnis stattfindet. Denken Sie an Jonglieren oder Ähnliches oder Balancieren. Sie üben das lange genug, dann können Sie die passenden Bewegungen mehr oder minder unterbewusst machen und automatisch durchführen oder beim Autofahren eben beim handgeschalteten Fahrzeug das Schalten. Wenn wir das zusammenfassen, dann sehen wir, dass es kontrollierte und automatische Prozesse gibt. Die kontrollierten, die steuern Sie willkürlich, während die automatischen eben keine willkürliche Steuerung mehr benötigen und auch demnach keine aktive Aufmerksamkeit mehr. Und demnach können Sie dort auch mehrere Handlungen parallel ausführen, während Sie kontrolliert sich immer nur auf eine Handlung konzentrieren können. Und das kennen Sie, der Mensch ist an sich nicht multitaskingfähig, das heißt, Ihre Kapazität ist da wirklich auch auf eins begrenzt.
Diese kontrollierten, die führen Sie aus dem Kurzzeitgedächtnis aus. Ihr Prozessor in dem Computermodell greift ja zu auf den auf das Arbeitsgedächtnis, auf den Arbeitsspeicher sozusagen. Und mit dem Wissen, den Informationen, die er dort eingelagert hat, gerade auch den Ergebnissen der Wahrnehmung, arbeitet er das ab. Während die automatischen Prozesse eben ja aus diesem Langzeitgedächtnis, aus diesem Produktionsbereich kommen. Kontrolliert können Sie wesentlich leichter natürlich Umgerät ändern, wesentlich leichter neu programmieren als die bereits automatisierten. Wenn eine Fehlhaltung mal automatisiert eingeübt ist, dann müssen Sie da ganz intensiv dran arbeiten, das wieder umzustellen. Handlungsregulierung läuft im Groben ja nun so ab, dass Sie sich Ziele bilden. Erstmal Grobziele und dann Teilziele. Was möchte ich erreichen mit einer Handlung? Dann planen Sie, welche einzelnen Aktionen sind notwendig, um dieses Ziel erreichen zu können. Danach führen Sie die eigentliche Handlung aus und dann müssen Sie natürlich in einem stetigen Zyklus verarbeiten, passt das Ganze jetzt? Ein sehr praktisches Beispiel dafür ist der Wasserhahn unter der Dusche. Sie stellen fest, ich drehe diese Einhandarmatur an, ziehe also auf und dann stelle ich fest, die Temperatur ist mir aktuell zu hoch. Dann drehe ich das Ganze etwas nach rechts, dann stelle ich fest, dass dieser Thermostat einfach zu sehr nachregelt. Jetzt ist mir die Temperatur zu niedrig. Und regelmäßig bilde ich einen neuen Plan, wie viel, um welchen Bereich muss ich diesen Drehregler jetzt wieder drehen, damit ich in den Bereich komme, in dem ich das Ganze angenehm empfinde. Und laufend verarbeiten Sie die Rückmeldungen und stellen fest, wie sich das Wasser jetzt anfühlt. Das ergibt also einen solchen Plan-Do-Study-Act-Zyklus, den Sie vielleicht auch aus dem Management schon kennen. Beim Handeln haben wir eben festgestellt, es gibt bewusste und automatisierte Handlungen. Diese finden auf unterschiedlichen sogenannten intellektuellen Regulationsebenen statt. Die bewussten eben auf der intellektuellen Regulationsebene. Und da bilden Sie eben einen Handlungsplan, der kann auch solche Routinehandlungen als Unterhandlung beinhalten. Also stellen Sie sich vor, ich möchte mein Fahrzeug jetzt auf 130 km/h beschleunigen. Dann weiß ich bei einem handgeschalteten Fahrzeug, dass ich zwischendrin unterbewusst als Routinehandlung hochautomatisiert werde ich viermal schalten müssen, bis ich diese Geschwindigkeit erreichen kann mit dem aktuellen Getriebe. Routinehandlungen, die befinden sich auf der Produktionsgedächtnisebene. Die lösen Sie noch willentlich aus, meistens, manchmal aber auch durch die Situation heraus. Und sind aber noch nicht vollständig automatisiert, sondern meistens automatisiert. Was dann hochautomatisiert ist, das sind diese Handlungen auf der sensomotorischen Ebene, also beispielsweise Dinge wie gehen oder Dinge wie atmen. Das findet einfach direkt völlig unbewusst statt und regelt sich quasi von selber. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen bei der Rechnerarbeit, dann sehen wir, dass vom Bildschirm aus Reize auf Sie einströmen. In dem Wahrnehmungsbereich, diese Reize wandeln Sie untypischerweise auf Symbole und Strukturen und stellen hier fest, was wird mir auf dem Bildschirm eigentlich gerade angezeigt. Also dieses Konglomerat von heutzutage angezeigten Punkten, das wandeln Sie um in Strukturen. Dann findet die eigentliche Interpretation statt. Was für einen Zustand, was für einen Sachverhalt zeigt es mir auf dem Bildschirm eigentlich gerade an? Und danach geht es in den Bewertungsbereich. Das ist dann die eigentliche intellektuelle Ebene. Dort bilde ich mir ein Urteil und leite aus diesem Urteil ab, wie nah bin ich eigentlich meinen Zielen und erarbeite daraus über den Soll-Ist-Vergleich, wie gut ich meine Aufgabe aktuell erfülle und erarbeite dann einen Plan, um meine Intention, also meine Zielerreichung wirklich zu gewährleisten. Diesen Plan, den setzt man auf der pragmatischen Ebene jetzt um in ein Verfahren. Also was sind die einzelnen Schritte oder was ist die Schrittfolge eigentlich noch, die hier stattfinden muss? Und dieses Verfahren, also dieser Prozess, diese Schrittfolge, die bricht man dann herunter in einzelne Operationen, in einzelne Schritte, die geeignet sind, eben diesen Zustand, ne, den man interpretiert auf dieser Ebene, auf der Ebene der flexiblen Handlungsmuster, zu manipulieren. Und daraus leitet man jetzt ab für die Ausführung, ne, wie sieht die
Syntax aus, was muss ich hier für Begriffe eingeben, zum Beispiel für Wörter. Das bricht man dann herunter in einzelne Buchstaben, also in ein Alphabet zum Beispiel. Und das führt dann zu einer Eingabe auf der Tastatur. So durchläuft eben das Ganze hier diesen Zyklus von der sensomotorischen Ebene über die Ebene der flexiblen Handlungsmuster bis auf die intellektuelle Ebene läuft die Wahrnehmung und danach läuft rückwärts von der intellektuellen Ebene über die Ebene der flexiblen Handlungsmuster bis zur sensomotorischen Ebene die eigentliche Handlung, die dann diesen Plan ausführt. Jetzt können im Verlauf Ihres Handlungsprozesses natürlich Abweichungen vom beabsichtigten Verlauf auftreten. Die nehmen wir dann als Fehler wahr. Fehler können einmal die Effizienz beeinträchtigen, also ich arbeite langsamer. Zum anderen könnte es aber auch die Effektivität, also meine Zielerreichung insgesamt beeinflussen. Fehler weisen da sicher eine unterschiedliche Schwere auf, nämlich wenn ich nur etwas langsamer werde, dann habe ich die Aufgabe vielleicht nicht optimal gelöst. Wenn meine Effektivität betroffen ist, dann kann es dazu führen, dass die Aufgabe eben gar nicht gelöst ist. Oder noch schlimmer, dass die Aufgabe jetzt komplett unlösbar ist, weil ich eben gewisse Voraussetzungen endgültig zerstört habe, um die Aufgabe zu lösen. In der MLK sehen wir auch immer wieder Fehler. Fehler sind hier keine Frage der Schuld, wie man überhaupt den guten Unternehmen die Schuldfrage ja nicht stellt. Fehler bedeuten in dem Fall nur, dass es eine mangelnde Übereinstimmung zwischen Mensch und Anwendung gibt. Man sollte sich natürlich damit auseinandersetzen, woran liegt denn diese mangelnde Übereinstimmung? Und wenn Sie sich das anschauen, das Gehirn ist sehr effizient darin, Probleme, die auftreten, auszublenden und irgendwelche Workarounds zu gehen, irgendwelche Umgehungstatbestände, irgendwelche anderen Möglichkeiten zu finden, wie ich dann dieses Werkzeug noch bedienen kann. Dennoch führen natürlich diese Umgehungslösungen dazu, dass Sie bis zu 10% der Arbeitszeit am Computer verbrennen in Fehlerbewältigung. Das kann auch bei Benutzern mit mehrjähriger Erfahrung auftreten. Insbesondere spielen natürlich auch Wechsel der Software oder der Softwareversionen eine Rolle, aber auch ungeschickte Gestaltung an sich. Wirtschaftliche Bedeutung, wenn Sie sich das überlegen, Sie haben etwa 300 Computerarbeitsplätze und Sie gehen mal konservativ von 100 Euro pro Person und Tag Personalkostenaufwand aus. Das liegt ja heute nur noch ein gewisses Stückchen über dem Mindestlohn. Dann sind Sie allein im Jahr bei über 500.000 Euro für Fehlerbewältigung. Das ist also schon ein erheblicher Batzen. Weitere Folgen sind natürlich hier, irgendwann werden Sie als Mensch auch demotiviert, wenn Sie sagen, ich muss immer wieder mit diesem untauglichen Werkzeug arbeiten, immer wieder gehe ich Umgehungen, um hier noch weiter arbeiten zu können. Das führt nicht nur zu Motivationsverlust, sondern irgendwann auch zu einer psychischen Belastung. Ich habe den Eindruck, dass ich die ganze Zeit gegen den Strom schwimme, bergauf klettern muss, irgendwas hochschiebe und so weiter. Ich spüre diesen Widerstand. Auf welchen Ebenen können Sie denn jetzt Fehler beobachten? Also einmal natürlich in Ihrer Regulationsgrundlage. Also wie kommen Sie überhaupt zu Entscheidungen, zu Plänen, zu Handlungen? Wissensfehler. Typisch hier von der Regulationsebene her, einmal haben Sie die intellektuelle Regulationsebene, dort finden sich eben Denkfehler dann, Merk- und Vergessensfehler oder Urteilsfehler. Auf der Ebene der flexiblen Handlungsmuster, da sehen Sie Gewohnheitsfehler, Unterlassensfehler und Erkenntnisfehler. Und auf der sensomotorischen Ebene sehen Sie Bewegungsfehler. Ich werde das im Folgenden noch etwas weiter illustrieren. Fangen wir mit der sensomotorischen Ebene an, die ist am einfachsten, ein Bewegungsfehler. Sie sehen hier das illustrierte Beispiel, man hat sich einfach falsch bewegt und dabei ist der Kaffeebecher umgekippt mit entsprechenden Auswirkungen. Auf der Tastatur könnte das heißen, Sie tippen einfach daneben, Sie klicken etwas daneben, das sind einfach Fehler in Bewegungen. Auf der Ebene flexibler Handlungsmuster, da finden Sie Gewohnheitsfehler. Ich habe dieses Handlungsmuster in anderen Situationen erfolgreich eingesetzt, aber in einer entsprechenden Situation passt jetzt dieses Handlungsmuster nicht mehr und ich brauche ein neues, dann tritt aufgrund meiner Gewohnheit ein Fehler ein. Unterlassensfehler, es kann mir passieren, dass ich gedanklich einfach diese zwei Schritte weiter bin und deswegen etwas unterlasse, was eigentlich notwendig wäre. Oder es passiert mir, dass ich am Ende etwas weglasse. Das passiert insbesondere, wenn
ich unterbrochen werde. Wie eben schon erwähnt, der Mensch ist eigentlich nicht multitaskingfähig. Und es können auch Erkennungsfehler auftreten. Aufgrund der Einstudiertheit dieser flexiblen Handlungsmuster übersehe oder überhöre ich etwas, was meiner Erwartung irgendwo auch nicht entspricht. Kommen wir zur intellektuellen Ebene. Da haben wir zum einen Denkfehler. Sie berücksichtigen Dinge nicht, vielleicht, weil die Aufgabenstellung zu komplex ist. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass Sie einfach ein ungeeignetes Werkzeug zur Hand haben. Dann gibt es natürlich die Merk- und Vergessensfehler. Sie haben einfach sich Dinge falsch eingeprägt oder Sie können Dinge nicht mehr abrufen. Das können sowohl Handlungsschritte als auch Daten oder Informationen sein. Und dann gibt es die Urteilsfehler. Sie haben entweder einfach zu wenig Informationen zur Verfügung, um das sauber zu interpretieren, oder Sie wenden Ihr Wissen falsch an bei der Interpretation. Die letzte Ebene ist eben genau diese Grundlagenebene. Da könnte es sein, dass Sie einfach unpassende mentale Modelle haben, also falsche Kenntnisse. Sie wenden die zwar auf der nächsten Ebene intellektuell richtig an, gleichzeitig, passt aber das Modell einfach nicht und deswegen kommt es zu einem Fehler. Das heißt, Sie stellen dann irgendwann fest, mein Modell passt nicht mehr und ich kann schon die Planung nicht mehr durchführen. Ich möchte eine Sonde zur Sonne schicken. Jetzt gerade möchte man ja die Verhältnisse auf der Sonne näher studieren, weil man irgendwann in ein paar Jahren wieder mit einem Hoch der Sonnenaktivität rechnet. Dann soll die, damit ich Energie spare, an der Venus Schwung nehmen. Wenn ich da mit meinem Modell herangehe, dass meine Planetbahnen Kreise sind, dann werde ich schnell feststellen, dass meine Sonde irgendwo hinfliegt, aber nicht zur Sonne. Das heißt, Ihre Modelle können unpassend sein, dann kommen Sie nicht mal mehr zu einer Planung. Sie können aber auch einfach lückenhaft sein, sprich Sie müssen ergänzen oder Ihnen fehlen insgesamt Basiskenntnisse. Wie kann man diese Fehler jetzt bewältigen? Der erste Punkt ist mal, dass man den Fehler überhaupt entdeckt. Man braucht einen Verdacht, dass hier etwas abweicht und typisch hilft Ihnen bei der Erkennung dieser Abweichung genau dieser Inkongruenzentdecker. Wenn Sie das entdeckt haben, dann kommen Sie in den Diagnoseschritt. Sie vergleichen, was passiert tatsächlich versus was hätte ich mir hier vielleicht vorgestellt. Und dann fangen Sie an, Hypothesen aufzustellen darüber, wieso es denn zu dieser Abweichung kommt und schauen da wahrscheinlich zurück, was habe ich denn bis hierhin getan. Vielleicht kennen Sie aus dem Support noch diesen Spruch, ich habe eigentlich gar nichts verändert. Und dann kommt immer die Frage, ja, was ist denn eigentlich gar nichts oder was haben Sie denn nicht gemacht? Weil eben meistens Fehlerbilder doch darauf zurückgehen, dass es eine gewisse Interaktion gab. Die Korrektur ist natürlich am einfachsten, wenn Sie Handlungsschritt direkt zurücknehmen können. Das kennen Sie aus Undo-Funktionen in Software. Ich darf Ihnen aus eigener Erfahrung versichern, es gab jahrelang keine solchen Undo-Funktionen in einigen der Programme und es war sehr, sehr mühselig. Wenn es die nämlich nicht gibt, dann müssten Sie irgendwie kompensatorisch korrigieren und das fällt teilweise gar nicht so leicht. Sie können natürlich die Konsequenzen des ursprünglichen Fehlers dann berücksichtigen und versuchen sozusagen die Gegenhandlung durchzuführen, anders als ein echtes Undo. Auch da, die Korrektur fällt am leichtesten natürlich über die Interaktionshistorie. Deswegen können Sie bei etlichen Programmen heute auch abrufen, was waren denn meine Interaktionsschritte. Wie kann ich denn Fehler vielleicht von vornherein vermeiden, damit der Benutzer sich gar nicht erst damit beschäftigen muss, wie er nachher Fehler erkennt oder wieder beseitigt. Fehler in den Grundlagen der Handlungsregulation können Sie letztlich nur indirekt durch Lernprogramme oder Hilfen versuchen zu adressieren, damit die Menschen entsprechend trainieren können. Fehler auf der intellektuellen Ebene, da können Sie letztlich dann auch nur begrenzt vorbeugen, eben zum Beispiel durch dieses Angebot einer Undo-Funktion. Bei Merk- und Vergessensfehlern, da können Sie helfen, indem Sie zum Beispiel Menüs statt Kommandos anbieten. Das ist ein Punkt, den wir uns dann in der nächsten Sitzung noch näher anschauen werden über die Interaktionsformen. Und Urteilsfehler können Sie natürlich durch passende, fachlich sinnvolle Meldungen reduzieren. Denn wenn die Meldungen technisch ausfallen und Ihre Nutzer aber in der Regel Laien sind, dann werden die schnell mit ihrem Verständnis an die Grenzen stoßen und sich vielleicht ein falsches Urteil bilden. Hauptziel letztlich muss dann sein, diese
Fehler auf der Ebene der flexiblen Handlungsmuster zu minimieren, sprich die Gewohnheitsfehler, die Unterlassens- und die Erkennensfehler. Auf der sensomotorischen Ebene können Sie Bewegungsfehlern zum Teil dadurch vorbeugen, dass es eben entsprechende Eingabehilfen in Betriebssystemen gibt oder Ähnliches, oder dass Sie selber Elemente entsprechend größer gestalten, sodass sie leichter zu treffen sind oder Ähnliches. Das kennen Sie ja vielleicht aus Windows 10, das jetzt für Touch-Oberflächen dann eben oft größere Schaltflächen anbietet, damit Sie mit dem Finger, der ungleich größer als die Maus ausfällt, leichter treffen können. Was können Sie jetzt tun, um Fehler abzufangen? Also Beispiel lexikalische Prüfungen, das bekommen Sie sehr einfach schon bei Eingabe hin, dass eine Rechtschreibprüfung Ihnen heute unterschlängelt, ja, dieser Begriff ist falsch. Oder Sie könnten prüfen, dass Sie einfach von Anfang an unterbinden, dass zum Beispiel eine Uhrzeit Buchstaben annimmt. Da muss man immer aufpassen, dass die Benutzer sich nicht von Mitdenken der Software gegängelt fühlen. Denken Sie an ein Feld für Telefonnummern. Und eigentlich gibt es ja diese internationale Schreibweise plus Ländercode und dann die eigentliche Telefonnummer. Wenn das Feld Sie dort auf Zahlen beschränkt, dann gibt es regelmäßig Fehlermeldungen, obwohl die Nummereingabe eigentlich korrekt und sogar am einfachsten so zu verwalten wäre. Syntaktische Prüfungen sind einfacher. Sie prüfen erst bei Verlassen des Interaktionselements. Nichts ist nerviger als eine zu frühe Prüfung, wo schon während der Eingabe etwas bemängelt wird und Sie als Nutzender eigentlich denken, ich versuche doch gerade den ganzen Begriff einzugeben, nun lasst mich doch bitte einfach und gebt mir nicht gleich einen Fehler. Das können Sie im Prinzip einfach nach Eingabe machen und dann das Feld gegen bestimmte Formate prüfen. Da gibt es in den meisten Programmiersprachen auch Standardprüfungen dafür. Und inzwischen ist in HTML sogar vorgesehen, dass Sie auch dort Feldtypen angeben können, wo bestimmte Dinge schon geprüft werden. Semantische Prüfungen fallen schwerer. Da kann es sein, dass Sie übergreifend etwas prüfen, auch über letztlich können Sie das nur gewährleisten, wenn Sie eventuell sogar ein ganzes Formular verlassen. Stunde müsste kleiner 24 sein, Minute kleiner 60 und so weiter. Fachliche Prüfungen, die gelingen Ihnen meist sogar erst, wenn Sie das Formular insgesamt verlassen. Also, Sie dürfen an einem Bahnhof die Weiterfahrt nicht früher als 8 Minuten nach Ankunft planen, einfach weil man so lange braucht, um zu wechseln. Wie können Sie sowas bereits beim Systementwurf vermeiden? Einmal sicher dieses Thema schlüssige Gestaltung der Benutzeroberfläche. Sie sind konsistent auf der einen Ausgabeebene. Es kommt ohne Rücksicht darauf, wo Sie sind, immer das gleiche Bild, damit Nutzende sich gut orientieren können. Sie erfüllen die Erwartungen an die Dialoge zum Beispiel, dass die sich gleich verhalten, ähnlich aussehen, wie Nutzende das bereits kennen. Sie schränken eventuell Freiheitsgrade ein, indem Sie nur bestimmte Reihenfolgen zulassen, die Ihnen zum Beispiel die Prüfung auch erlauben. Wie gesagt, an der Stelle Obacht, es kann sein, dass Nutzende das bei zu starken Einschränkungen negativ aufnehmen. Aber prinzipiell können Sie so vorgehen, um damit die Streuung zu reduzieren. Sicherheitsnachfragen, und da müssen Sie aufpassen, die dürfen Sie nur bei schwerwiegenden Folgen nehmen. Auf der anderen Seite, wenn Sie gerade dabei sind, den Entwurf Ihrer Abschlussarbeit zu löschen, dann wären Sie doch sicher dankbar, wenn da einmal zumindest noch eine Frage kommt, die Sie davor schützt, dass Sie aus Versehen auf die Entferntaste gestoßen sind und haben hier einen Fehler auf der sensomotorischen Ebene eigentlich gemacht, einen Bewegungsfehler, der dazu führt, dass sonst Ihre Arbeit weg wäre. Also da kann die Nachfrage sicher sinnvoll sein. Sicherheitskopien, vielleicht behalten wir einfach irgendwo etwas und können damit den Nutzenden dann auch ein echtes Undo ermöglichen. Oder ein Transaktionskonzept, willst du wirklich bis hierhin alle Änderungen übernehmen und festschreiben oder noch einmal zurückrollen? Kommen wir jetzt zur Zusammenfassung. Ich habe illustriert, wie Metaphern, Modelle und Experimente die menschliche Informationsverarbeitung erklären und habe Ihnen dazu auch Beispiele gegeben. Habe auch herausgearbeitet, dass Menschen sich stark auf ihren Sehsinn verlassen und dass dessen Verarbeitung der Wahrnehmung wie bei allen Sinnen psychischem Einfluss unterliegt und dass sie das zum Beispiel nutzen können über die Gestaltgesetze oder auch über die Erkenntnisse der Experimente von Santa. Metaphern helfen beim Erlernen wegen der kognitiven Ökonomie. Sie kommen damit einfach leichter rein, weil sie aufsetzen auf diesen vorhandenen mentalen Modellen, auf den Grundbausteinen und auf den einfachen Zusammenhängen. Handlungsprozesse laufen auf mehreren Ebenen. Dort entstehen unterschiedliche Fehlerarten, die man jeweils auch unterschiedlich adressieren kann.
Dieser Teil basiert wesentlich auf dem Buch Mensch-Computer-Interaktion von Kollegen Heinecke, das ich sehr ans Herz legen kann, weil es sehr kompakt zusammenfasst, was Sie hier verbrauchen. Und ich konnte Ihnen hier nur einen Auszug präsentieren. Für weitergehende Hintergrundinformationen schauen Sie gerne in das Buch hinein, das Ihnen da sicher weiterhelfen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.